Sebastian bei KidsTube, der Kanal von Kinder für Kinder. Mann, Leute, heute sind wir beim 3D-Stift und ich habe das neue Studio, also hier ist das neue Studio, was wir vielleicht immer benutzen werden, aber wenn wir die 5 Likes knacken, dann wird ein neues Video mit diesem Studio aufgenommen und dieses Studio ist schon krass und wir haben es schon seit Monaten nicht benutzt und das ist das erste Mal, wo wir es benutzt haben, also freue ich mich und darum haben wir auch ein besonderes Thema mit einem 3D-Stift gemacht. Wir werden jetzt einen 3D-Stifthalter basteln mit dieser Flasche, also das werden wir umranden und dann können wir einfach unseren 3D-Stift da reinpacken, damit wir immer nicht den 3D-Stift hier auf den Boden knallen müssen und der dann irgendwann kaputt geht, sondern mal hier ganz gemütlich da rein chillen können. Genau. Und ja, am liebsten fangen wir jetzt gleich an. Viel Spaß! Aufgenommen, aber trotzdem fürs Erste ist sie eigentlich schon gut geworden. Und naja, ich weiß nicht, ob ich das mit der Flasche jetzt schaffen werde. Aber ich hoffe, wir schaffen das. Und ich zeige euch die ganze Steuerung. Also wenn man den anmacht, muss man natürlich auf On schalten. Dann ist die Lampe erstmal rot. Dann muss man auf Grün warten. Obwohl, ich kann ja erst die Farbe reinstecken. Nur das Problem ist, ich weiß nicht, welche Farbe ich zu diesem 3D-Stifthalter nehmen soll. Und es ist immer noch rot. Wie lange ist das jetzt rot? Das ging noch nie so lange. Ich glaube, als erstes nehme ich mal Türkis. Türkis ist einer meiner Lieblingsfarben, obwohl das eigentlich eine Mädchenfarbe ist. Trotzdem mag ich Türkis sehr gerne. Und wir haben auch hier fast alle Sachen am Start. Ich habe auch nicht diese Rollen, die kaufe ich mir ja für nächstes Mal, weil die Rollen sind ein bisschen besser als die Streifen. Weil die Streifen sind irgendwie so kurz. Die sind zwar länger als die Hand, aber trotzdem immer noch kurz, das reicht nicht für mich. Darum, die Rollen sind viel besser und die Streifen sind einfach schlechter, finde ich. Also nächstes Mal werde ich hoffentlich Rollen haben und nicht diese Streifen, weil jetzt muss ich jetzt öfters wechseln. Und ja, wenn man kürzer malen kann, kann man das auch zerbrechen. Das zeige ich mal bei einem unbenutzten. Ja, ich lege einmal den weg. Die kann man zerbrechen. Ich zeige euch, das geht einfach. Zerbrochen. Ja, und jetzt habe ich hier eine Hälfte von Plastik. Also das ist jetzt geschmolzene Plastik, so wie hier. Aber das ist sehr stabil, finde ich. Aber wir quatschen nicht lange. Oh, es ist schon grün. Ich habe jetzt zu lange gequatscht und nicht auf das Grüne geachtet. Einfach hier reinschieben. Aber jetzt zeichnen wir vor, wo der 3D-Stift jetzt zeichnen soll. Ich habe hier auch einen Stift, also ein Edding. Und der hält sehr gut. Und ja, wir machen unser Werk. Also wir müssen einmal kurz um die Hälfte hier das malen. So, ich spule jetzt vor. Wir nehmen jetzt den Stift jetzt da raus und zeichnen das alles mit dem 3D-Stift nach. Also wir müssen jetzt so immer höher, bis es hier ist und das bei der anderen Seite auch. Das verbraucht zwar ein bisschen Zeit, aber ist jetzt auch egal. Und danach müssen wir das dann zusammenkleben. Wir machen jetzt einfach weiter. So. Ich muss von unten anfangen. Ach du Scheiße, ich habe mich ein bisschen vermeint. Es ist auch schwerer, als ihr denkt, mit einem 3D-Stift zu zeichnen.
Geil, wie schwer das eigentlich ist, ne? Es ist richtig schwer. Nice! Die blaue Farbe ist jetzt aufgebraucht und jetzt nehme ich natürlich grün und packe es da rein. Das muss man einfach in das schwarze Loch, also nicht das schwarze Loch im Weltall, zu kompliziert, oder ja, hier rein tun. Und dann kann es ja sein, dass noch ein bisschen von dem Blauen da übrig ist, aber dann irgendwann, unerwartet, und wenn ihr eine Figur machen wollt, dann ist das schlecht, dann irgendwann unerwartet kommt dann die blaue, also die grüne Farbe raus und dann denkt euch so, Mist, ich wollte doch den Körper jetzt zu Ende machen. Und jetzt kann ich die Patrone nicht mehr rausmachen. Mist, so ein Mist. Okay, aber hier ist es egal. Hier, das ist ja nur ein 3D-Stifthalter. Und bei der Figur war das eben das Gleiche. Ich sag den immer so, Mist. Wir haben jetzt die erste Hälfte fertig. Okay, jetzt könnte ich eigentlich das Klebeband hier abmachen. So, sieht eigentlich ganz okay aus. Von innen eigentlich anders aus als außen. Das zeige ich euch nochmal hier. Es sieht hier viel glatter aus. Also innen ist es glatt und irgendwie außen ist es voll hart. Also voll unordentlich irgendwie. Aber wir machen noch die Schicht. Hoffentlich ist es dann auch glatt. Ja, und dann werden nicht mehr solche hässlichen Lücken hier sein, sondern ganz normal wie eine Flasche. Keine Lücke, so wie die. Aber jetzt müssen wir die andere Hälfte machen. So, jetzt machen wir weiter. Immer noch die grüne Schicht ist da. Wenn es aufhört und dann, ja, dann müsst ihr einfach die neue Schicht reinmachen. Okay, wir haben jetzt den Rahmen hier fertig, also die Wände. Und das wird jetzt die Unterlegscheibe sein, aus Metall, damit das auch Gewicht hat. Aber ihr denkt euch so, das sieht doch hässlich aus. Wir machen das natürlich mit dem 3D-Stift ein bisschen schwerer und ein bisschen schöner. Ja, und da fangen wir jetzt an. Okay, ich weiß nicht, ob das überhaupt so leicht ist, auf Metall zu malen. Und ob das überhaupt geht mit dem 3D-Stift. Ich habe ja noch nicht so vieles mit dem 3D-Stift angefangen. Ne? Also ich habe den auch erst gestern gekriegt. Also ich habe jetzt den Boden gemacht mit Heißklebepistole und ja, auch Klebeband für den Boden. Das sieht auch sehr schön aus. Schade, kann ich das nicht mehr anfassen. Und das werden wir jetzt nicht mit 3D-Stift machen, weil wir wissen nicht, ob das denn wieder so unstabil ist und wieder umkippt. Darum lassen wir das einfach. Man merkt das ja nicht. Aber jetzt machen wir die Lücken und dann ist es fertig. Fertige. Okay, also ist es schon jetzt schon fertig. Wir haben jetzt den Boden mit Heißklebepistole, also mit blauer verschönert. Das mit 3D-Stift und ja, mit 3D-Stift orange und grün, ein bisschen festgemacht. Ein bisschen Klebeband sieht man noch, aber ist jetzt nicht so schlimm. Und innen drin haben wir auch noch ein bisschen Heißklebepistole reingemacht, damit das auch keine Kratzer ergibt. Guck mal, ergibt keine Kratzer und ist auch ein bisschen gemütlicher für den 3D-Stift. Und der passt rein und mit dem Metall ist das alles schwerer geworden. Darum fällt das nicht um. Ja, und eigentlich finde ich das schon richtig gut. Und das ist die Packung für diesen 3D-Stift. Ihr müsst jetzt nicht diesen haben, aber ich bin mit diesem schon zufrieden. Und es gibt auch, ja, verschiedene Sachen, was man mit dem 3D-Stift jetzt anfangen kann. Wenn man Profi ist, kann man richtig viele Sachen machen. Ich sage euch, mit dem 3D-Stift kann man fast alle Sachen machen. Aber wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, kein Dislike, abonniert natürlich meinen Kanal. Auch ja, ein positives Kommentar. Teilt dieses Video euren Freunden. Ja, und wenn ich noch mehr Videos in diesem Studio hier machen soll,
Das sind natürlich 5 Likes da, was ich schon, glaube ich, am Anfang des Videos schon gesagt habe. Aber ich sage natürlich tschüss. Kamera läuft. Okay, ja. Nice. Oh Mann. Sag mal was. Hallo, hallo. Gib den Daumen runter. Oder nee, hoch. Beides. Die Klappe, 3D-Stift. Ja, genau. Klappe, nice. Die... Peace. Erste. Hallo, Leute. Nee, yes. Stopp. Und bitte, immer auf bitte. Ach du Scheiße. Und Klappe, bitte, das ist die Kamera. Oh, ich habe das vergessen, man kann nicht in die Kamera reinmachen, aber schon. Viel Spaß. Ich war jetzt ein bisschen Action, ne?